Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Mass Effect Andromeda. Es geht weiter, wir sind auf Meridian. Letztes Mal haben wir den ersten Turm erreicht und nun geht es zum zweiten. Oh, und da ist wieder so ein Ältester. Der aber auch gegen die Geschütze der Relikttechnologie kämpfen muss. Oh, oh oh, und da sind noch weitere. Nicht cool. Na komm schon, Erwählter. Das gefällt mir überhaupt nicht. Sehr schön. Oh, passen wir mal auf, das Geschütz könnte auch uns attackieren. Willkommen in Frieden. Wir haben auch einen Angaraner dabei, Leute. Die habt ihr doch selbst. Okay, der hat nichts gegen uns. Cool. Wow. Geil. Okay, das war ordentlich was. Endlich gibt's hier mal fetten Loot. Ah, ein Behälter. Wow. Die Truppen des Archons sind schon seit Jahren hier und verstehen die Relikttechnologie noch nicht mal ansatzweise. Kein Wunder, dass der Archon sie hasst. Overdrive Pack. Ich hoffe, einer von Ihnen hat einen guten Orientierungssinn. Ich nämlich nicht. Okay, hier kam niemand dazu. Okay, ab hier könnte der Orientierungssinn echt wichtiger werden. Jetzt wird es mal ein bisschen verschachtelt hier. Überall Uran. Okay, hier unten geht's weiter. Erst einmal kurz hier umgeschaut. Komm schon, echt jetzt? Ah, okay, das sind die vom Anfang. Ja, kommt, da müssen wir nicht nochmal kämpfen. Jetzt habe ich mich wieder daran erinnert, wo wir waren. Stattdessen rufen wir die coole Brücke hier wieder auf. Kern 17. Okay, jetzt müssen wir nur noch einen weiteren Turm aktivieren.
Datenmuster-Mitteilung. Was für eine Mitteilung? Fast 100% Genauigkeit. Übersetzt aus der Reliktsprache. Verzichten Sie auf weitere Nachfragen wegen des defekten Klimaregulators. Das Problem ist bekannt und wird behoben werden. Danke für Ihre Kooperation. Dieser Ort wäre für die Angare ein Geschenk, wenn wir die Kette eliminieren könnten. Wir könnten so viel von ihm lernen. Das kriegen wir schon hin, Jarl. Versprochen. Okay, der Bereich ist zwar deaktiviert, aber die Barriere funktioniert trotzdem. Interessant. Funktioniert die dann antizyklisch, oder? Ganz schön viel Feuerkraft für einen einzigen Bezirk. Nehmen wir uns erst die Kette vor! Ein Tilger? Komm her, du hässliches Vieh. Na, wo gibt's denn hier was zu scannen eigentlich? So, hier anscheinend. Okay. Das hätte mir jetzt Kopfzerbrechen bereitet. Oh, Titan, sehr schön. Wobei ich ja eh das Gefühl habe, und so ist es eigentlich auch, dass man nicht unbedingt alles scannen muss. Ist aber trotzdem nice to have alles. Evakuierungsmitteilung. An alle Mitarbeiter, bitte speichern Sie Ihre Arbeit und begeben Sie sich unverzüglich zu den Ihnen zugewiesenen Evakuierungsstationen. Dies ist keine Übung. Reliktsprache. Ich frage mich nur, warum die Roboter dann mit solchen Mitteilungen kommunizieren. Also, die... Ihr versteht schon. So etwas habe ich noch nie zuvor gesehen. Pathfinder. Wie es scheint, wurde die Geißel in ganz Helios durch die Energiewellen aus diesen Kratern gespeist. Was auch immer hier passiert ist, war also verantwortlich für den Ausbruch der Geißel im gesamten Cluster. Ja, Pathfinder. Die Geißel hat hier ihren Ursprung?
bei den Reliktschöpfern? Oder sie wurde gegen sie eingesetzt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Reliktsprache eventuell... Oh mein Gott! Diese Wolke dort, ich wollte dran vorbei eigentlich. Okay. Die Werte, die ich empfange, ergeben überhaupt keinen Sinn. Ja, was ich gerade vermute, ist nämlich so ein bisschen, dass eventuell die Reliktsprache die Sprache der Angara ist und die Angara, die dann irgendwie auf andere Planeten kamen, dass die dann keine Ahnung mehr von der Reliktsprache hatten, aber... Okay, wo führt die Brücke hier hin? Ja, die Entwickler wollen schon, dass man so ein bisschen... Ey, was war das denn? War hier nicht gerade das Schlachtfeld? Okay, die regenerieren aber echt ziemlich schnell. Ich meine, wir waren nur ganz kurz außerhalb des... What the hell? Geht mir ein bisschen zu langsam. Diese Technik. Das hier muss wichtig gewesen sein. Ich registriere geringe Energiewerte, Pathfinder. Ein Scan könnte uns dabei helfen, die Leitungen zu identifizieren. Ich sehe die Leitung. Es gibt so eine Art Muster. Pathfinder, ich mache große Fortschritte beim Aufbau einer brauchbaren Datenbank der Reliktsprache. Wir haben bisher noch keinen Ort entdeckt, an dem sie derart häufig vorkommt wie hier.
Okay, die Konsole müssen wir aktivieren. Hierüber oder muss ich da unten irgendwas machen? Wow, ich glaube, das Ding ist Schrott. Können wir damit überhaupt noch was anfangen? Sie sind der Experte. Die Schäden an einigen Teilen des Systems verhindern eine Aktivierung. Können wir die beschädigten Bereiche umgehen? Das wäre möglich, Pathfinder. Ich verstärke die Trace-Signale. Auf diesem Ding ist so eine Art Glyphe. Sie passt zu dem Muster auf der Hauptkonsole, Pathfinder. Sehr schön. Verdammt! Sie haben Relikt-Verteidigungssysteme aktiviert, Pathfinder. Okay, nicht cool. Das war's nicht. Ich muss dafür sorgen, dass das Muster stimmt. Moment mal, wie erkenne ich das Muster denn? Ich möchte... Vielleicht könnten wir die Energie an den ganzen Schäden vorbeileiten. Okay, wenn ich es richtig verstehe, hier, dann hier und dann hier. Oder? Ich erkenne da jetzt kein Muster. Ich dachte, man könnte irgendwie ein Reliktmuster daraus bilden, aber... Okay, denselben Buchstaben bilden sie doch nicht. Sehr schön. Moment, ich möchte das Rätsel trotzdem nochmal verstehen. Ah, okay, das ist so eine Art umgedreht... Nee, das ist ein richtiges Z. So, links, dann rechts hinten und dann da, okay. Probieren wir es. Ich glaube, Sie haben den Dreh raus. Aber die Leitung kommt die... Ach, doch, die kommt hier rüber. Das war nämlich mein erster Anhaltspunkt. Sehr schön. Na gut, bei Vieren ist es aber auch nicht so kompliziert. Da fand ich das Sudoku noch mal ein bisschen anspruchsvoller am Anfang. Ich glaube, das war's. Die Hauptkonsole sollte jetzt funktionieren, Pathfinder. Okay, Leute. Weiter geht's. Provisorische Reparaturen sind abgeschlossen. Mal sehen, ob es funktioniert hat. Übersetze. Flugkontrollsysteme online. Willkommen, Administrator. Das gefällt mir nicht. Wir sollten verschwinden. Die Systeminstandsetzung hat offenbar etwas in der Nähe reaktiviert. Das sehe ich, Sam, und es beunruhigt mich. Übersetze. Erkundungsschiffe in Bereitschaft. Das sind die ersten betriebsfähigen Reliktschiffe, die wir sehen. Sie sagt, sie empfängt keine Befehle des Meridian-Antriebs. Ah. Meridian-Antrieb. Sam, weißt du was? Die werden uns Ärger machen. Die Herstellung der Stromversorgung hat auf die Relikte gewendet. Leider, ich habe einen Energiestoß auf den Scans entdeckt. Der Sektor, in dem sie sind, hat geleuchtet wie im Karneval. Dann haben diese Relikte aber ziemlich beschissene Karnevalsumzüge. Was ist los? Sind sie alle... Ich kann jetzt nicht reden! Autsch!
Okay, sobald er sein Auge aufmacht, geht das. Die wissen, wie sie ein bisschen anknabbern und dann in Deckung gehen, korrekt. Also die KI ist durchaus ganz gut. In einigen Situationen zumindest, da können sie einen gut flankieren. Also bleiben Sie wachsam. Verstanden. Okay, auch da noch mal eine Barriere. Zugang zu der Kommandozentrale haben. Oh ja. Jetzt bist du befreundet, oder? Fantastisch. Ich bin wirklich froh, dass ich das miterleben darf. Okay, wie schaut's mit diesem Gerüst, Geschütz aus? Okay, scheint auch ein bisschen verbündet zu sein oder zumindest nicht feindselig. Oh mein Gott. Wir werden nicht zulassen, dass sie die Früchte unserer Arbeit ernten. Oh oh. Oh, die beiden Großen. Lassen wir die gegeneinander mal kämpfen. Noch ein bisschen den anschießen, damit es hier gleich ist. Haben wir beide in etwa gleich bekämpft. Die Relikte habt ihr vergessen, was? Arschgeigen. Sollen Sie sich die Köpfe einschlagen? Wir räumen dann später auf. Thank you.
So doof wie wir sind, müssen wir uns natürlich einmischen. Ist auch noch ein Geschütz. Das war ein bisschen zu schnell. Oh, okay, eine hätte gereicht. Oh Mann. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, das war nicht meine Sternstunde als Videospieler. Er weiß aber wirklich nicht, was er tun soll, ne? Läuft da so ein bisschen verzweifelt hin und her. Wunderbar geklappt. Okay, sieht gut aus. Oh, da ist ja noch einer. Oh oh. Okay, ich dachte, das wäre die hier.
Okay, und auch hier gibt es zahlreiche crazy Verbesserungen. Okay, sehr schön. Wie viele Geheimnisse dieser Ort wohl birgt? Keine Ahnung, aber das sieht wie ein Gravitationsschacht aus. Pathfinder. Die Reliktsprache weist eine verblüffende Ähnlichkeit mit dem Angaranischen auf. Was ja auch absolut plausibel ist. Ja, also zum einen natürlich ja schon, weil die Angaraner hier erstellt wurden, in Anführungszeichen, geschaffen wurden, kreiert wurden. Und zum anderen könnte meine Vermutung sich bewahrheiten. Okay, was kommt jetzt? Das ist es. Das Herz von Meridian. Endlich. Ich will mich ja nicht beschweren, aber es gibt wenig, was mehr Atmosphäre bricht, als wenn du ins Herz von Meridian kommst und dann direkt ein Scanner-Signal hast. Okay, gut. Alles ist voll. Es könnte ja auch... Was ist das für ein Gebäude? Das haben wir aus dem All schon gesehen. Es könnte auch Endboss-Areal sein hier. Rein storytechnisch könnte das auch sein, aber ja, schauen wir einfach mal. Übersetzen. Verbindungsabbruch. Meridian-Antrieb fehlt. Sam, ist was beschädigt? Können wir die Systeme wieder instand setzen? Tut mir leid, Pathfinder. Die Systeme sind intakt, suchen aber nach einer Komponente, die anscheinend nicht vorhanden ist. Was soll das heißen, sie ist nicht vorhanden? Moment, Pathfinder. Ich habe etwas entdeckt. Tavadona Vera. Ansoloran Asa Voltav Ganye. Vera Iras. Übersetze. Letztes Administrator-Log. Die Waffe des Feindes könnte enorme Schäden anrichten. All unsere Waffen und Schiffe werden uns und mein Ziel nicht schützen können. Essendavafelos, Bera Iras Ongan Tabetlov, Hanele Jadan. Wir trennen Meridian vom Befehlskern und lassen ihn hier, um den Beschuss auf sich zu lenken. Meridian enthält das ganze Werk der Jadan, nichts anderes zählt. Ich schicke es fort. Wir können eines Tages zurückkehren und die Erneuerung fortsetzen. Ende des Logs. Der Archon lag falsch. Das hier ist nicht Meridian. Meridian ist fort. Wir müssen es irgendwie zurückrufen. Wir haben Gesellschaft. Weg hier! Okay, los. Verschwinden wir von hier. Sam, suche einen Ausgang, der uns von den Cat wegführt.
Es gibt nur den einen Ausgang, Pathfinder, aber die Reliktstadt besitzt Verteidigungsanlagen und dies ist ihre Kommandozentrale. Verteidigungsanlagen? Natürlich! Wir setzen sie ein! Schwert des Archons. Also wenn er so im Fernkampf bleibt, dann bringt ihm die Tarnung gar nichts. Komm, das Scannen ist mir jetzt gerade mal egal. Wir müssen den Kampf gewinnen. Wobei man möchte ja schon das auch gerade mitnehmen. So, das kann ich auch. Oh oh. Die Anführerin? Ist das eine Frau? Ich wusste sofort, als ich sie sah, dass diese Kette Ärger bedeutet. Ryder, was ist mit Meridian? Darüber können wir später reden. Jetzt geht's erstmal um die Kette. Okay, Vorsicht. Nicht übermütig werden. Jedes Mal, wenn man dem Kerl ein bisschen Schaden zufügt, oder der Frau, ist er direkt wieder weg, Mann. Komm schon, wo bist du? Ja, zeig dich. Komm schon, wo bist du, denke ich mir auch für die scannbare Datenbank, oder... Oh oh, da ist ein Koloss.
Mist. Du hältst dich für besonders geschickt, was? Hab dich! Und vergessen Sie den Rest der Kette nicht! Okay, da unten sind nochmal Überreste, ganz kurz. Oh, vielleicht sollte ich mich nicht mit diesem Dickerschirn hier runter begeben. Gut, das Schwert hat ohnehin gerade halbe Schilde, also... Erst auf den Koloss. Haben wir eigentlich irgendwelche Munition? Kryo-Munition. Sehr schön. Geht's gut. Wir haben alles aus dem Orbit mit angesehen. Es war unglaublich. Die gesamte Stadt ist erwacht. Die Scans haben völlig verrückte Daten geliefert. Und die Cat ziehen sich zurück. Was auch immer sie gemacht haben, Ryder, es hat funktioniert. Ein vollständiger Rückzug? Sehr schön. Gibt es irgendetwas Neues zu Meridian? Konnten Sie es schon aktivieren? Das hier ist nicht Meridian. Oder zumindest nicht alles. Es ist schwer zu erklären. Wir bringen Sie später auf den neuesten Stand. Meridian ist also weg, aber sollte dieses Ding nicht wissen, wo es hin ist? Der Kontakt mit der Geißel hat Meridian von seinem Kurs abgebracht. Es würde Jahre dauern, seine aktuelle Position zu ermitteln. All diese Relikttechnologie um uns herum. Die Jardan müssen doch einen Plan gehabt haben. Hatten Sie denn Zeit, sich einen Plan zurechtzulegen? Okay, also, wenn die Geißel für das ganze Chaos verantwortlich ist, sollten wir vielleicht genau da ansetzen. Und was heißt das konkret? Das weiß ich noch nicht. Wir werden darüber nachdenken müssen. Okay, wir haben zwar kein Meridian, aber wir haben die Cat aus einem wichtigen Stützpunkt vertrieben. Das ist ein großer Erfolg. Das bedeutet nur, dass wir unseren Vorteil nutzen müssen, solange sie noch geschwächt sind. Wir müssen Meridian finden. Das echte Meridian. Sam, sammle so viele Daten wie möglich. Sag der Tempest, sie soll uns abholen. Vor uns liegt jede Menge Arbeit. Vor uns allen. Ja, alles bestens. Danke der Nachfrage. Das freut mich. Ihre Reise war sicher nicht leicht. Und wo wir gerade davon sprechen. Sie haben sich widersetzt. Ihre Suche nach Meridian war ein Verstoß gegen Befehle der Initiative. Und das, obwohl wir gute Gründe dafür hatten. Aber Sie hatten recht, Ryder. Wir hätten Ihnen vertrauen sollen. Sie haben ein ums andere Mal bewiesen, dass Sie den Titel Pathfinder verdienen. Ich war noch nie so froh, mich zu irren. Ich weiß Ihre Anerkennung und Offenheit zu schätzen. Soweit ich weiß, gibt es noch Hindernisse auf dem Weg nach Meridian. Die Initiative wird Sie mit allem unterstützen, was Sie brauchen. Pathfinder, wenn Ihr Gespräch mit der Nexus beendet ist, würde ich gerne mit Ihnen reden. Ich glaube, ich weiß, wie wir Meridian finden können. Okay, interessant.
Sie haben neue Post im E-Mail-Eingang Ihres Terminals, Pathfinder. Wäre krass, wenn genau, wenn gerade Suvi das weiß. Okay, Leute, dann würde ich sagen, machen wir nächstes Mal weiter. Diesmal habe ich tatsächlich ein bisschen länger gemacht als, üblich. Noch letztes Mal waren wir bei 35 Minuten, aber diesmal sind wir, glaube ich, bei über 40 jetzt angelangt. War sehr, sehr cool. Also das echte Meridian müssen wir noch finden und zurückbringen, Fragezeichen. Wie das Ganze sich noch ausgehen wird, werden wir nochmal schauen müssen. Ansonsten kommen wir vielleicht auch dem Geheimnis der Geißel auf der Spur. Auf die Spur. Huch, schaut mal. Ist es ein Schiff, was da fliegt, oder? Okay, interessant. Genau, dem Ganzen gehen wir beim nächsten Mal dann auf die Spur. Ich bedanke mich vielmals fürs Einschalten. Wir werden auch erstmal checken, wie es unserer Crew geht, grundsätzlich. Ich bedanke mich auf jeden Fall vielmals fürs Einschalten. Wenn ihr Spaß hattet, lasst mir wie immer gerne ein Däumchen nach oben da. Und nächstes Mal geht's dann weiter mit Mass Effect Andromeda. Macht's gut!